Frage ist nur leider, wann. Jawohl, wir drehen um. Das bedeutet eigentlich nichts Gutes. Dunkelung ist wieder näher am Stern dran. Aber ich bin auch näher am Buhu dran. Aber Mario auch. Nein, nein! Also wie gesagt, die haben ja allzu viel Geld. Die haben ja echt allzu viel Geld, ey. Jetzt erster zu sein, das könnte echt eine Todessünde später werden. Das könnte mir das Genick brechen. Aber ich hoffe, dass mir niemand das Genick bricht. Meine 6, ne? 2. Er kommt auf Pilz. Oh. Ja, es ist echt spannend hier, würde ich mal sagen. Hier ist alles möglich. Also wirklich fucking alles. Wer jetzt abschaltet, hat Pech gehabt. Der verpasst was. Passiert definitiv noch irgendetwas. Der Münztausch, ich sag's euch, das war nicht das einzige hier. Da passiert noch um einiges mehr. Oh mein Gott, entweder die Chance. Die dritte, ne? Gut, dass er sein Geld ausgibt. Gut, wenn Donkey Kong den Stern kriegt, hat er 2. Das war irgendwie klar, dass er das jetzt schafft. Oh Mann, ey. Gut, dass er mein Geld wenigstens ausgibt. Damit er schon mal nicht an den scheiß Münchstern rankommt. Und das war jetzt auch eine lange Zeit. Den habe ich schon benutzt, das ist schlecht. Da kämen wir auch als nächstes hin. Das ist umso schlechter. Also das wird echt eine knappe Partie. Das wird genauso knapp wie das Donkey Kong Brett. Ja, apropos Donkey Kong. Der darf jetzt Bodenrahmen spielen. Das ist ja ein umgedrehtes T. Das ist ja easy zu merken. Ja, das gewinnt er jetzt schon. Also wie man das Spiel eigentlich so versagen kann, ja? Ist für mich unbegreiflich. Also wer das Spiel verliert, ja, der, ich weiß nicht, der muss einen schwachen IQ haben oder, was ist denn mit dem los? Der hat nur 2 falsch umgedreht. Für einen Affen ja nicht schlecht, ne? Aber haben Affen nicht einen höheren IQ? Und das Gehirn ist einfach nicht so ausgeprägt. Ich glaube, ich habe leider wieder den größten Blödsinn. Das würde mich aber auch nicht wundern. Jetzt komm, kipp. Kirmeskran. Ich darf mich mal ein bisschen rächen. Ich darf mich rächen. So. Mann, ey, Mann. Hallo, Yoshi. Ich drehe wie ein besenkte Sau, ey. Rüber. Rüber. Rüber mit uns. Und noch einmal. Und gleich noch einmal. Und gleich noch einmal. Kurz erholen hier den Wasserfall. Und dann noch einmal. Und dann noch einmal. Schade. Jawohl, das habe ich gewonnen. Gegen die 3. Yes. Tja, ich muss ja wieder an Donkey Kong irgendwie vorbeihuschen. Von ihm würde ich dann auch einen Stern klauen, ganz klar. Aber erstmal wieder auf die rechte Seite kommen. Ah, toll. Das hilft mir gar nichts. Normalerweise wäre ja ein Chance Time Feld. Ich habe hier schon einen Stern gekauft. Also darf ich es nicht machen. Oh Mann, ey. Also ich komme jedes Mal auf diese verdammte Insel, aber ich komme fast nie zu Buhu. Und das ist das Traurige daran. Oh fuck, ey. Und der kommt wieder darüber, ey. Also ich bin ja richtig gerade vom Pech verfolgt. Das ist ein reiner Pech. Ja gut, der ist glaube ich nicht der Einzige. Aber es kann einfach nicht sein, oder? Ja,
Na gut, jetzt verliere ich meine Führung. Was ich jetzt in Anführungsstrichen nicht schlecht finde. Jeder hat nämlich zwei Sterne. Und nach den Kunst und Regeln müsste ich jetzt alle drei kriegen. Gut, einen krieg ich auf jeden Fall. Okay, der klaut jetzt einen Stern an Donkey Kong. Ja. Ja, das ist es halt jetzt. Jetzt beginnt hier die Phase, wo die Sterne geklaut werden. An den Erstplatzierten. Oder vom Erstplatzierten. Gut, wenn Wario ist, ist es also jetzt nicht das Problem. Donkey Kong ist letzter, hat aber das meiste Geld. Und Mario würde sich den Stern kommen. Das heißt, er hat auch 3, 3, 2, 1. Okay. Bowser, Donkey Kong ist schon das dritte Mal bei Bowser. Boah, ich muss jetzt echt taktisch denken, die letzten Runden. Ja, ey, das ist ja richtig übel, ey. Richtig, ja gut, der kommt. Ja, genau. Ja, genau, gib ihm noch mehr, ey. Gut, wenn er jetzt zurückgeht, ist es wiederum vorteilhaft. Dann wieder alle zwei. Oh ja. Ey, das ist sogar richtig geil. Wenn er gleich geht, dann. Außer Mario kriegt den Skin vorher. Oh mein, das taktische Denken. Jetzt im Gedächtnisspiel auch noch. Oh mein Gott. Das interessiert hier gerade, glaube ich, herzlich wenig gar keinen. Ob er das schafft oder nicht. Aber jetzt ist kompliziert, ja. Je mehr Sterne jetzt im Spiel kommen. Einen kann ich mir noch kaufen, zu unten rechts. Aber ich muss mich, wie gesagt, durch die Bonus-Sterne mich irgendwie retten. Und das ist wirklich eine Hardcore-Challenge, die mich fordert. Die auch ein bisschen Glück erfordert, so wie er gerade hier das Glück braucht. Das aber irgendwie nicht so ganz pachtet. Okay, ein paar muss er noch umdrehen. Yes, das hat er verloren. Gut, was heißt verloren? Er schafft es nicht ganz. Mit 6 Münzen. Okay. Ja, er klaut gleich. Ich brauche echt Krabbelbeutel. Oder gestrandet. Ne, eigentlich nicht. Aber wir haben doch alle genug Geld, ey. Es wird gestrandet um mehr Geld hinterher geschossen, ey. Okay, da bin ich. Oh, das war zu spät. Und das war fast zu früh. Alter, Yoshi, zieh rein. Ja, ist auch meine. Yoshi, zieh rein. Aber der hat mal geworfen. Okay, das ist die nächste Truhe. Die auch mir gehört. Nein! Alter, was mach ich denn, ey? Ich bin die Stelle einfach nicht gewohnt. Man muss mal so ausdrücken. Okay, den Fünfer nehme ich noch mit. Das war's dann aber auch. 25 schwach. Ich habe zweimal daneben geworfen. Wenn dann 45, glaube ich, drin gewesen. Frage, sichere ich mir jetzt weiter mein. Oh, mit Flyger hätte ich jetzt echt eine Trumpfkarte spielen können. Die ich jetzt aber nicht gespielt habe. Damit tut Mario sich seinen dritten Stern. Das Problem ist, ich muss am Ende noch mehr Münzen haben als die. Na gut, das soll jetzt nicht das größte Problem jetzt eigentlich darstellen. Das größte Problem ist einfach nur, ich komme einfach nicht an Sternklau ran. Den dürfte ich mir noch kaufen. Den Stern.
Den brauche ich auch ganz dringend. Okay. Donkey Kong klaut jetzt einen Skin von Mario. Ja. Von Mario. Oh mein Gott. Das ist das taktische Mario Party hier. Damit bin ich theoretisch wieder Zweiter. Ja. Oh Mann. Zwei Sterne, kann ich zwei Sterne aufholen? Ja. Also zwei Sterne Vorsprung kann ich aufholen. Das war's dann aber auch. Okay, Mario's Big Band. Das ist jetzt nicht einfach mehr, Leute. Das ist schweineschwer. Das muss man jetzt in die... Also das kommt vor allem auch Glück noch dazu. Okay, ich darf die Trompete spielen. Das macht einen fix. Und das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Ja, fast perfekt, ey. Also wenn das keine 10 Münzen gibt, dann weiß ich auch nicht. Danke. Alter, nenne ich aber den Glauben an das Spiel verloren hier. Ah, das Minispiel nenne ich an das Spiel allgemein. Oh, das war fast perfekt, ey. Eine 4. Oh mein Gott. Ich brauche diesen Stern da unten dringendst. Okay, ich muss jemanden hierher holen. Oder ich bring mich zu Bowser. Nee. Bring jemanden hierher und zwar. Mario. Warum Mario? Er ist einfach letzter und es ist egal, wen ich hier hole. Alles ist schlecht. Und das ist halt der Knackpunkt an der Story. Wo der Stern auch drüben war, war es einfacher zu bestimmen. Die machen eigentlich nie jemanden daherbringen. Obwohl eigentlich doch. Aber ich weiß nicht, ob die das als Abwehrwaffe benutzen. Oh oh. Da habe ich noch eine Chance auf den Stern. Wo ist der Wario? Ach, der ist auch oben auf der Insel, genau. Oh fuck, ey. Bleib ich der einzig Rote? Dann wissen wir 1 versus 3 Spiel. Welches wäre mir am liebsten? Boah, welches wäre mir am liebsten? Das ist echt eine gute Frage. Ja, Kirmeskran. Oder auch Chaos Bowling. Okay. Da unten. Da wo steht der Donkey Kong? Ah, ich muss jetzt. Ah, das geht auch da oben, okay. Und er macht Chance Time. Nein. Obwohl, ich kann es eigentlich nur positiv sehen. Oh mein Gott, ey. Das macht mich fertig hier. Und zwar richtig fertig. Mario, okay, mit mir und Stern geht an mich. Und was kommt? Sterntausch, ist klar, ey. Ja, das ist unfassbar, ey. Was die wir für Ereignisse machen, ey. 3 gegen 2. Ja, Donkey Kong hat richtig gewinnen. Ich hätte es fast nicht besser machen können. Doch mit einem Stern rübergeben. Ach Gott, gefährlicher seid ihr auch noch. Nein! Vor allem, das ist so ein Minispiel. Ja, man weiß nicht, was dabei rauskommt. Nein, Yoshi, du fällst jetzt nicht runter. Beweg dich! Beweg dich vorwärts. Freundin, beweg dich. Alter, wie gut treffen die mich. Komm, Yoshi.
Kollege. Alter, komm, komm, mein Freund, geh weiter. Das packst du, komm, komm, gib Gas. Sehr schön. Ja. Alter, wie kam die Kanone jetzt nach oben? Ja, komm. Nein! Fuck off, fuck off, bleib um, bleib um. Oh mein Gott. Da habe ich den Varro, glaube ich, extrem geschwächt, ne? Ja, aber nee, nicht wirklich. Mit extrem Schwächen meine ich unter die 20 Münzengrenze. Sehr gut. Das ist wichtig jetzt gewesen. Ah nein! Nein! Nein, der Donkey Kong ist oben links! Oh fuck, nein! Na gut, für den eigenen Scan ist es gut. Ja, für mich aber auch irgendwo. Oh nein. Ne, bitte nicht. Ey, hier kann jetzt alles passieren. Alles. Da ist nichts mehr sicher. Das ist einfach das Feld geschuldet. Donkey Kong, okay. Mit Wario. Er gibt. Münztausch, Alter. Die haben es aber jetzt mit ihren kompletten Tauschen, oder? Aber ich würde auch gern Tausch machen, wenn, ich deutlich weniger hätte. Gefällt mir das. Was da jetzt passiert ist. Hm, schwer zu beurteilen. Aber das gefällt mir definitiv nicht. Dass er jetzt einen Bonus von 30 Münzen bekommt. Da brauchen wir uns auf jeden Fall nicht festlegen. Ja, ja, wird es nach unten geschossen. Oh mein Gott. Wisst ihr, was das bedeutet? Er hat 4 Sterne. Oder auch nicht. Das gibt mir die Chance, wieder im nächsten Zug Boden gut zu machen. Das Problem ist, ich muss gern stehen. Mir bleibt gar nichts anderes übrig. Okay, die befinden sich jetzt alle hier unten auf der Insel. Das heißt, ich habe wirklich die besten Karten. Kein Krabbelbeutel dabei. Echt schlecht. Das Spiel haben sie auch echt selten reingepackt, das muss man echt sagen. Okay, 2603. Geht das noch besser? Ready? Seid jetzt die Frage, ob das wirklich noch besser geht. Nein, 26, 15. Das war auch schon fast am Überlimit, ey. Ich glaube, es liegt auch daran, wo man startet. Das hängt aber auch ein bisschen vom... Ja, also... Wenn ich jetzt komplett inschätze, ist das auch nicht unbedingt ein Vorteil. Meine 2. Nein, das ist zu wenig. Oh mein Gott, ey. Okay, die 4 ist auch definitiv zu wenig. Alter Schwede, ey. Wenn das kein spannendes Spiel ist, dann weiß ich auch nicht weiter, ey. Das macht eigentlich, das macht wirklich nur die Hardcore-Challenge so möglich, weil sonst hätte ich einen Stern mehr. Oder 2? Ich glaube sogar schon 2. Zweimal muss ich dort ablehnen. Oh oh. Wenn der jetzt seinen dritten Stern kriegt, habe ich aber echt ein Problem. Okay. Trotzdem schlecht. Trotzdem schlecht. Trotzdem schlecht. Also momentan läuft keine Runde mehr für mich gut hier. Von dem mit der 2, ich kam gar nicht vorwärts. Und wenn der jetzt gleich auch noch zu... Uhu kommt. Aber er hat nicht genug Münzen für den Scanner. Ah, warte, da war Münztausch doch gut. Okay, jetzt bring jemanden hierher und zwar Wario. Weil er ist am nächsten am Scan dran. Ja, weil dann wird er bei mir einen Stern nämlich klauen, genau. Dann hätte ich komplett die Arschkarte.
Komm, gib mir Krabbelbeutel, ey. Ne, wir spielen Pilz durcheinander. Okay, krieg aber Donkey auch nicht sein Moos zusammen. In Anführungsstrichen. Oh mein Gott. Jetzt einmal kicken an Wario. Oh, blau, ey. Einmal komplett rum, ey. Komm schon hier, das muss ich gewinnen. Nein, Wario ist down. Wir können jetzt eigentlich hinterher springen. Warum können die eigentlich alle nicht schwimmen? Selbst Yoshi kann nicht schwimmen, was komplett irgendwo unlogisch ist. Der Donkey Kong ist auch schon mal unten. Das heißt, nur noch du und ich sind drin. Mario. Okay, das ist gelb. Das ist... blau. Ich sollte mit den Spielchen hier, glaube ich, jetzt gegen Mario aufhören. Und das Spielchen war aber jetzt dafür gut. So, das sind 10 Münzen. Donkey Kong wird mir eh gleich welche stehlen. Aber ich werde vorher meinen Stern klauen. Einen von ihm.